Wir haben es in letzter Zeit mit dem Aufkommen charismatischer Politiker zu tun, die Parteien schaffen oder diesen Parteien ihren Willen aufdrängen. Man kann fast sagen, die Parteien kapern. Der Charismatiker setzt sich gewissermaßen an die Stelle der Partei. Das ist für die parlamentarische Demokratie durchaus gefährlich. Es gibt drei Typen der Bedrohung von Demokratie. Solche, die aus dem ökonomischen Prozess resultieren, also erhöhte Arbeitslosigkeit, eine starke Ungleichheit der Einkommen, das dazu führt, dass viele Leute glauben, Demokratie hat mit ihnen eigentlich nichts zu tun und kann ihnen auch in ihrem konkreten Leben nicht weiterhelfen. Eine andere Bedrohung ist eine, die aus der Kommunikation der Menschen beruht. Also letzten Endes auf der Möglichkeit der Unterscheidung von Lüge und Wahrheit, die durch das Internet oder durch die Erklärung von Sätzen zu Fake News oder ein postfaktionelles Zeitalter zunehmend in Gefahr geraten ist. Aber auch solche, die mit dem demokratischen Prozess selber zu tun haben, nämlich die Entschleunigung, das Langsamwerden von demokratischen Prozessen, das vielen Leuten auf die Nerven geht. Man kann sagen, die Anzahl der stabilen Demokratien nimmt zurzeit weltweit ab. Ein Problem der Demokratie sind konsumistische Einstellungen der Bürger. Also die Vorstellung, Demokratie sei so ähnlich wie ein Supermarkt, in den man reingeht und guckt, ob etwas dabei ist, was man gebrauchen kann. Im politischen Fall also bestimmte Personen oder Parteien, die man wählt. Und man muss sich aber nicht weiter um die Dinge kümmern, sondern sie sind da. Das ist ein Irrglaube. Und, was uns sehr bedenklich stimmen muss, das chinesische Modell, also eine autoritäre Technokratie, ist zurzeit bei den Eliten des globalen Südens als attraktiver geltend. Denn das westliche Modell mit Gewaltenteilung, parlamentarischer Demokratie und einer vitalen Zivilgesellschaft, keine Frage. Das chinesische Modell ist für die Eliten leichter zu steuern. Das westliche Modell ist komplexer und es entzieht sich oft dem Willen von herkömmlichen Eliten.